Lifestyle of the poor and dangerous. Ich mache jetzt ein Praktikum eben in der Brotfabrik als Bäcker, ja. Nee, Spaß, hier ist eine Soul- und Funk-Party. Mal gucken, was da so abgeht. Das Bretano-Bad kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Da sind immer sehr, sehr hübsche Mädels eben am Start. Muss ich auch unbedingt mal wieder hingehen. Ich werde mir jetzt vielleicht hier noch im Kiosk was holen und dann mal gucken, was hier so abgeht, ne? Die Haare sind auf jeden Fall fresh, ja, schön. Gel reingemacht, hier Jackies am Start, ja. Hoffentlich ist da eben jetzt eine hübsche Dame aus Frankfurt am Start, ja. Morgen gibt es eine lateinamerikanische Party eben, da bin ich natürlich auch am Start. Wir müssen eben die Frauenwelt aufmischen, immer und immer wieder. Ja, wen haben wir denn hier? Den Afrop, ja, die Königstour, da bin ich wahrscheinlich auch am Start. Ich habe ihn ja mal kennengelernt im Zug von Gießen nach Frankfurt eben. Sehr sympathischer Typ, hat damals ja auch viel mit Bock auf den Beat eben zu tun gehabt. Und ja, ich weiß nicht, ob hier so viel geht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht sieht es ja eben nur so leer aus, aber mal gucken. Die Brotfabrik, hier so ein süßer Hof auf jeden Fall. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass auch ein Theater ist. Ja, hier die Aufteilung, Konzertsaal, Theater etc. pp. Ja, ist auf jeden Fall gut gefüllt, ja. Auch ältere Leute sind am Start, so 50-Jährige, aber ich glaube auch eben in meinem Alter. Ich mache jetzt mal hier einen auf Ghetto und hole mir mal erstmal noch eben was zu trinken hier im Kiosk, ja. Es sind ja eben harte Zeiten angebrochen und wir müssen ein bisschen sparen.